Geht schon, oder? Ja. Ton ab. Läuft. Kamera ab. Läuft. Bitte los. Okay, warte. Müssen wir nochmal anfangen. Hey. How are you? How are you? Very nice to see you again. Wunderbar. Hello. 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 Hello, Amanda. Nice to meet you. Nice to meet you. So. We speak Spanish? A bit Spanish. En Brasil, no sul de Brasil hablamos portuñol. Portuñol. Español medio con portugués, misturado. Okay. So, vamos a la Konzerthaus, sí. Advantages of this. Yeah. Are you ready? Yeah, la principessa! La principessa! Oops, oh, sorry. Hello. 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 Alles klar bei euch? Ja. Ach, heiser, Lindgrinzing, in Sievering traust, a Kranzer, hoch drum in a Luft. Das zeigt uns, wo deine Gemütlichkeit haust. Umweht von den Wiener Waldduft. Ein Zimmer, drei Tisch und sechs Vogel an der Bank, ein Winsel, ein Klampfen, ein Wein. Grad leichten die Gesichter verwurzelter Wein. Da fallen um die Runden Nadeln. Grad leichten die Gesichter verwurzelter Wein. Da fallen die Runden Nadeln. Super ist das. Finde ich wirklich gut. Danke. Ja, was sind da? Die Diva! Die Diva! Ja, super! Das ist meins, ja? Oh, yeah. It's all yours! Machen wir noch den schwarzen Farbe? Ja, gerne! Mhm. Ja, nicht. Es geht nicht um. Sondern es geht um. Because the guitar player of the other band, he has to leave after the break. And then Renato, or Andres, and Hodina, and we come here in Vienna. Ele diz, mesmo sem guitarrista, pode acontecer, seria muito bonito, e ele botaria no CD. Você fica uma coisa boa, sabe? É tudo. Will. Das wir dann, das weiß nur das Zusammenspielen. Das Zusammenspiel am Ende, das müssen wir dann einfach schauen, ja, wenn er da ist. Dann nehmen wir das noch für die
hängen wir die am Arbeit, ja? Du, schau, ich hätte das noch mitgenommen. Ja, dann schaut mal so, wie du das hast. Ja. Gut. Das ist für mich. Wer für dich, ja? Wann das so recht ist. Jetzt dann da. Kabane 13 machen neue Musik, die eindeutig in Wien beheimatet ist. Wie kommt es denn zu diesem Namen? Singen und spielen in einer typisch Wiener Besetzung. Den Namen Kabane 13 haben wir gewählt, weil wir eben auf der Suche nach etwas typisch Wienerischem waren. Und eben, wir sind hier im Gänsehäufel vor den Kabanen. Die Kabanen sind Badehütten, die man während, also für die ganze Saison mieten kann. Weil eine Gitarre, ein Knöpfelharmonika und eine Stimme. Also sozusagen ein Backel mit einer Stimme dazu. Das passiert leider zu oft im Moment. Es gibt da. Was ist hier drauf? Bitte nicht gegen mich verwenden. Peter, besteht eigentlich die Möglichkeit, dass ich auch einen Kopfhörer habe? Ein Kopfhörer? Nagel. Wo ich mich selber besser höre? Nein. Nein, es muss eh nicht sein. Ich habe nur bei meinen Passagen, wenn es halt laut wird, dann. Das nicht machen. Das nicht machen, ist mit Kopfhörer bist du wieder weg. Ja. Und bist in deiner eigenen Welt Dann ist das Glück so schnell zerronnen. Unter der Löwenbrücke, Mächte mit zu bedrucken, dein warmer Norden gespieren und mich in die verlieren. Unter der Löwenbrücke, Mächte mit zu bedrucken, dein warmer Norden gespieren und mich in die Verliehen. Darf ich das als Ständer benutzen?
Von mir aus. Du, ihr werdet hier dann am Ende was gemeinsam machen, Nagel, weil du musst gleich weg. Nein, da sind am Ende. Und, was gemeinsam? Naja, es ist manchmal so, dass jede Gruppe spielt ein Set und am Ende, wenn sie Lust haben, spielen die Gruppen gemeinsam. Das wenn du gehen. Dann ohne den Peter wirst du nicht wollen, gell? Ich weiß es nicht. Nice here, gell? How are you? Oh, fine. You look good. Oh, good. Pleasure to see you. Climbing up. Oh, thank you. Arthur. Hello. Ich bin jetzt sehr gut da am Monitor mit der Gitarre, allerdings ist da der Karl überhaupt nicht. Und ich stehe. Also, du hörst mich leise. Nicht so gut. Nicht, dann muss ich ein bisschen drüben. Also stimmt, so mit die minimale Sorge. Die Gitarre. Ich hab die Gitarre so gern. Wär's eigentlich? Ich hab die Gitarre so gern. Ich kenn gleich viel Geschirr. Du bist mein Schatz und nur und ich der ernste Labor. Geändert sag mir's gleich, heut ja, du bleibst mir treu. Tät's mir ein Abschied geben, wo komm nimmer leid. Ich renn der Amanda ja schon eigentlich seit Jahren nach, dass ich mal ein paar Gesangsstunden bei ihr nehmen soll, weil ich ihr immer gesagt habe, boah, du hast wirklich eine super Stimme und es gibt einfach ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, du bist unsicher und lass dir einfach ein paar Sachen zeigen, dann spielst dich einfach viel mehr mit dem, was du tust. Aber ich muss dann schon Luft holen, oder? Nein, nicht Luft holen, sondern Luft kommen lassen. Der Unterschied ist eben, dass das, wenn du sagst, du holst Luft, dann machst du, und das blockiert dich aber eigentlich. Und wenn du sagst, du machst, und es kommt von selber, ja, aber nicht und ausrinnen, sondern es braucht diese Energie wie. Genau. Mich freut heute. Mich freut heute. Mich freut heute. Genau. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie das jetzt in Anspruch genommen hat, weil ich natürlich wie immer, also weil ich einfach recht habe, dass da einfach so viel drinnen ist, dass dann mit so viel mehr Leichtigkeit rauskommt. Einfach nur dadurch, dass man ein paar Prozesse einfach einmal klärt und einmal anspricht und sie dann einfach besser weiß, wie sie mit sich beim Singen umgehen soll. Ich kenne die Amanda ja schon viel länger, bevor ich wusste, dass sie im Konzerthaus da für diverse Programme zuständig ist. Und ich finde die Konzertprogramme, die sie macht, sehr, sehr spannend, weil irgendwie tolle Musiker aufeinander treffen und das sehr abwechslungsreich ist immer. Und für mich ist es natürlich super, weil ich auch gelegentlich Teil dieser Konzertreihen bin. Viel zu selten natürlich, aber... Was mache ich eigentlich im Konzerthaus? Ich arbeite hier seit bald 21 Jahren und mein Hauptarbeitsfeld ist das Planen und Programmieren von bestimmten Konzertreihen, und zwar von Weltmusik, von Wiener Musik, Volksmusik, also sowohl traditionelle als auch zeitgenössische
Es gibt eben da mehr Konzertreihen, World, Musik der Welt, Wiener Lieder, das ist eine relativ neue Reihe, Spielarten gibt es auch jetzt schon seit bald 18 Jahren. Mit dem Programmieren allein ist es die Arbeit natürlich noch lange nicht erledigt. Es ist also von der Idee, wen man gerne einladen möchte, bis zum tatsächlichen Konzert, sind sehr viele Arbeitsschritte zu tätigen. Also durchaus auch nicht alles immer so spannend, weil es ist natürlich auch sehr viel Administratives zu tun. Entschuldige, ich habe alles ausgefüllt. Ich bekomme aber auch ein Bedeck jetzt im Blatt. Geht zu mir das? Ja, das ist das, die nächste Seite. Ist das halt zusammen. Zu dir. Du kriegst dann auch noch den Honorarbeleg, den schicke ich dann mit der Post. Was ist gerade der Weg? Danke. Wenn du sonst sein schwarz wie ein Tutter. You must remember this. Wenn du hast Augen wie bei Akuta. This is just a kiss. Und wenn du hinkst, du bist lach, hast hölzerne Fieslach, sag ich, das alt mich nicht. Wie heißt es du? Almendra. Das ist, heißt Mandel auf Spanisch. Almendra ist hat sich eigentlich aus Mandys Mischpoche herausentwickelt, ist eben ein Duo-Projekt mit dem Antonis, mit dem Gitarristen von Mandys Mischpoche. Sie war bei einem Konzert, wo ich gespielt habe, dann hat sie mich angesprochen, weil sie damals ein Projekt starten wollte. Der Schwerpunkt ist so auf Flamenco, sephardische Lieder, Balkan. Also Antonis spielt auch extrem gut Flamenco-Gitarre, so wie ein Virtuose. Und das ist auch schön, dass er da ein bisschen zur Geltung kommt. Zwei Großmütter. Mhm. Ah. Zu Silvia gesagt, zu der Ältesten, hat so schöne schwarze Haare gehabt. Jetzt werden sie grau. Die lassen sie doch färben. Sagt die Papa, warum? Ein wenig mehr. Ein anderes Bandprojekt von mir ist Mandys Mischpoche. Da steckt im Bandnamen schon ein Wort drin, das des jüdischen Ursprungs ist. Mischpoche, eigentlich aus dem Hebräischen Mischpacha, die Familie, ist eine Gruppe, die sich eher auf jüdische Musik fokussiert, aber nicht nur, weil die Bandmitglieder aus verschiedensten Ländern kommen, also ein griechischer Gitarrist, ein türkischer Trommler, ein russisch-ukrainischer Akkordeonist und ein burgenland-kroatischer Kontrabassist. Ja,
so ist auch die Zusammensetzung der Musik sehr bunt und die Mitglieder der Band, jeder bringt so seine Kultur hinein und es ist eine sehr schöne Wiener Melange. To ξέρε η μάνα μου πως είμαι με τη τράτα. Θα μου στέλνε τα ρούχα μου ρε και την παλιά μου βρακά. Κινήσαμε και πάμε για τη Τούλα. Στον δρόμο που πηγαίναμε ρε μας έπιασε φουρτούνα. Capetanios fonasse ore accanto a me ti smeni. Dankeschön. Ευχαριστούμε πολύ. Danke. Ich komme selber aus einer Wiener jüdischen Familie. Du sagst mir wann. Ja, bitte. Und bin also auch durch eine jüdische Jugendbewegung viel mit jüdischer Musik aufgewachsen. Ich erinnere mich an Sie als eine unter Freunden und Freundinnen, dann aber bald auch schon Erinnerungen an Sie
und ihren Gesang. Erde, Pfühl und Paradies und wir sind hier mit Wein, Schnaps und Bier. Fettes Fleisch auf dem Grill, der Herrgott weiß, was Papa will. Fettes Fleisch auf dem Grill, der Herrgott weiß, was Papa will. Das ist übrigens zum Mitsingen. Hier der Kabane 13, wollen wir nimmer weggehen. Hier der Kabane 13, kannst du euch singen, was nichts versteht. Ich kenne die Mandys, seitdem wir 15 sind ungefähr. Wir waren zusammen im Chaumert, dort haben wir natürlich auch viel gesungen. Sie wurde dort das Goldkehlchen genannt öfter, weil sie so eine helle, klare Stimme damals gehabt hat als Kind. Und wir haben halt oft gesungen, also mit anderen, mit allen anderen zusammen natürlich auch. Jiddisch, Hebräisch. Wir haben uns jeden Freitagabend getroffen und also eigentlich um den Oneg Shabbat zu feiern, also Kerzen angezündet und dann Lieder gesungen. Ja, vor allem die Schabbatabende, die waren sehr schön, so mit Kerzen. Und dann haben wir jiddische Lieder eigentlich inszeniert, ein bisschen fast. Also so mit ein bisschen Dramatik, die 10 Brüder und so. Wir saßen zusammen, manchmal Kerzen, manchmal ein bisschen Lichteffekte. Und einer oder eine hatte auch die Gitarre dabei. Andere klopften mit und dann ging es auch los und das Ganze war ein Teil einer Inszenierung. Da gab es auch Theater, da gab es auch Lesungen, da gab es Diskussionen. So, und daraus kristallisierte sich dann eine Gruppe heraus, die miteinander musizierte und auch auftrat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie sich das ergeben hat, aber waren halt eben die Babsi und Doron und Diego. Wir haben einfach irgendwann beschlossen, wir gründen jetzt eine Band. Und wir nannten uns Simcha. Und Simcha heißt auf Hebräisch Freude. Ja, das lief eigentlich sehr gut. Wir haben dann gleich mal Bezirksfestwochen, glaube ich, 10 Engagements gehabt und in verschiedenen Büchereien und so. Natürlich in der jüdischen Gemeinde auch viele Auftritte. Und manchmal auch bei einer Bar Mitzwa gesungen, aber meistens im Schloss Schönbrunn. Das war unser Highlight. Wir sangen miteinander relativ unterschiedliche Lieder, aber es war das jüdische Repertoire. Es war ein Teil dessen, was wir also miteinander in der größeren Gruppe gesungen hatten. Was wir nämlich dann nicht mehr so sangen, waren die internationalen Lieder. Nicht? Die haben wir in dieser Gruppe dann weniger gesungen. Es ging eine Zeit und irgendwann hat sich dann wieder ein bisschen eigentlich mehr oder weniger von selber aufgelöst. Es war eigentlich nie ein wirklicher Schlusspunkt. Ich bin dann übersiedelt, also ich bin dann ins Ausland gezogen, zuerst nach Amerika zum Studieren, dann bin ich wieder zurückgekommen und dann überhaupt weggegangen. Der Doron war immer sehr beschäftigt natürlich mit all seinen Dingen, die er auch nebenbei gemacht hat. Wir waren also weniger damals Musiker gewesen als jüdische Jugendliche, die in die Musik fanden. Und auf die Frage, wie wir jetzt weitermachen wollen, hatten wir geantwortet, wir glauben, jetzt hören wir damit auf. Thank you.
lauter Heiserle, drinnen neuten Beuden spieben, wohnt mein Feier Reiserle. Jeden Abend fahren heiß, dreh ich mich herum. Ich geb a Pfeif und ruf aus Reise, komm, komm, komm. Öffnet sich a Fenster, es wacht euch alte Heiserle. Und bald klingt in stillen Gessel, as is kolste Kreisele. Noch a Weile wart mein Lieber, bald will ich sein frei. Dreh sich noch a Pormel über, eins, zwei, drei. Geh ich sich a Freilicher, sing und knack mir Lissele. Hör ich euch die Treppler springen, ihre trockene Fissele. Schon herab vom letzten Trepp, ich nehm sie lieb herum. Gib ihr still a Kuschinkäppe, kum, kum, kum. Ich will dich beten, da wie du, sonst erreicht nicht pfeifen mehr. Herr, der pfeift schon, sagt die Mame, sie ist krumms, was ist sie sehr. Pfeifen, sagt die, ist nicht die, die Spaß, nur was war sein. Gib a Zeit, denn preust euch jedisch, eins, zwei, drei. Danke, soll dir Reisele, ich liebe, soll dich Reisele. Ich lieb die Mammen, ich lieb das Gessel, ich lieb das alte Heisele. Ich lieb die Stein, doch leben im Heisele, so setzt euch sehr herum. Herr, die Mammen, ruft schon Reise, komm, komm, komm. Geh ich mir auf Freilacher, sing und knack mir Lissele. Hey, ich häuf die Treppe läufen, ihre trockene Fissele. Wieder steht Vertrag, was heißt es, wär's so wieder stumm. Komm zu mir in coolen Reisen, komm, komm, komm. Also ich wohne hier in der Gegend seit 5 Jahren, also ganz in der Nähe vom Karmelitermarkt, einmal über die Thaborstraße rüber. Ja, und jetzt halt wieder hier zu sein im zweiten Bezirk, wo auch meine Mutter und ihre Familie aufgewachsen ist, vor dem Krieg, ist schon irgendwie so ein, da schließt sich irgendwie der Kreis wieder für mich. Also die haben da in der Heinestraße gewohnt, nicht weit von hier. Ja, sie mussten dann 38 eben das Land verlassen, sind nach England gegangen. Und mein Vater hat den Krieg in Russland überlebt mit seiner Familie und haben sich dann nach dem Krieg in Wien kennengelernt. Also meine Mutter war auf Besuch in Wien, mein Vater hat dann wieder in Wien gelebt und da haben sie sich allerdings, also nachdem sie ein paar Jahre in England gelebt haben, haben sie sich dann in Heiligenstadt angesiedelt, im 19. Bezirk, wo ich halt auch aufgewachsen bin. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, warum sich meine Eltern nicht wieder genau hier angesiedelt haben. Mein Vater hat auch gar nicht hier gelebt, sondern der hat in St. Leithen gelebt, im 16. Bezirk. Ja, beziehungsweise vielleicht ist es auch, ich meine, zurückzukommen ist wahrscheinlich überhaupt nicht leicht gewesen. Und dann genau dort zurückzukommen, wo man aufgewachsen ist oder wo man auch vertrieben wurde, stelle ich mir auch vielleicht sogar noch schwieriger vor, als jetzt sich irgendwo anzusiedeln, wo man vorher nicht gelebt hat. Urgroßeltern und auch die ganze weitere Familie, hat auf beiden Seiten nicht überlebt, weil viele sind halt nicht weg, also sind halt in Tschechien oder Schlesien, sind halt geblieben, weil sie gedacht haben, es betrifft sie nicht oder sie sind nicht wirklich gefährdet. Also der Urgroßvater hat auch im Ersten Weltkrieg gekämpft und natürlich hat er nicht gedacht, dass der Hitler jetzt ihn
verfolgen wird, ja. Aber so hat es dann leider viele erwischt. Ja. Jetzt wird es langsam ernst. Wir sind schon so nervös. Ich bin etwas aufgeregt. Dieser Abend, das kommt auch nicht alle Tage, dass man seine gesamten Bandprojekte an einem Abend präsentieren darf. Also vielen Dank für die Einladung und schön, dass Sie alle gekommen sind. Circa 4 Minuten. Okay, gehen wir raus. Also es gibt sicher entspanntere Situationen, als auf der Bühne zu stehen. Es ist nicht so, dass ich extrem nervös bin vorher, aber ich meine, so wenn ich dann auf der Bühne bin, bin ich, ja, je nachdem, so wie es halt ist. In der Zeitreise. Also ich habe dann halt studiert auf der Hauptuni Geschichte und Anglistik und hatte schon immer wieder so kleinere Bandprojekte, aber nichts, was jetzt wirklich so vom Bestand war. Und ja, eigentlich, ich glaube, ausschlaggebend war dann auch die Begegnung mit dem Stefan auf der Musikuni im Rahmen von dem Workshop von Roland Neuwirth. Und das Wiener Lied ist selbst kurioserweise eigentlich über die klassische Gesangsausbildung zu mir gekommen. Weil gerade im klassischen Bereich macht man ja sehr geschulte Stimme, Kontrolle, was passiert mit der Stimme, die Stütze muss man machen. Und das macht man im Wiener Lied, ja, braucht man nicht so unbedingt. Man singt einfach, was kommt, es soll authentisch sein. Daraus ergab sich dann auch ein Auftritt bei Wernherren, also so ein Nachwuchsauftritt oder Wettbewerb. Na gut. Na gut, sollen wir jetzt umgehen oder nicht? Ja, ich glaube schon langsam. Dass wir dann keinen Stress haben. Na gut. Gestartet haben wir mit dem Eingeschliffenen, dem alten Tanz und dem Glasscherbentanz. So ein, ja, Gauner- und Strizi-Lied eigentlich vom Ende 19. Jahrhundert. Na gut. Lass mich mal anfangen und dann fliegst du. Und da steht das drauf, genau. Also wenn du fliegst. Glas oder Flasche? Glas. Lass mal anschauen. Ich stelle ein Wasserglas auf dem Hocker. Links. Barsch. Ich komme ein, dann fahren wir mit. Da kommen wir hin. Das wird schon passen. Ich habe immer Lampenfieber, aber es ist so eine positive Vorfreude. Also es gibt nichts Schöneres, als hinter einem Vorhang zu stehen. Und es ist gerade 5 Minuten, bevor man rausgeht. Und der Moment, die Leute sitzen draußen und warten schon und du weißt, okay, du kannst ihnen jetzt was geben und du kannst jetzt eine schöne Musik machen. Das ist unglaublich motivierend. Seid ihr bereit? Wir sind's. Ja. Ja. Mhm. Zu einem Jazz-Standard aus dem Jahre 1932 von Irving Berlin.
Das habe ich auch ins Wienerische übertragen. Also im Original heißt es How deep is the ocean? Okay. Moment, das Licht fällt. Ah ja, jetzt kommt noch kurz. Handyansage, dass die Leute ihre Handys aufnehmen. Ach so, ui. Das ist so falsch. Das ist nicht das richtige Licht. Nein, das ist. Ich habe es aber durchgedruckt. Oh nein. Das ist es, oder? Ja. Bist du gescheit? Na dann, viel Spaß. Na gut. Viel Spaß. Okay. Okay. Directly? Directly. Yeah. Directly. 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 Directly.
Amanda, si? The room is long. Pardon me? To go inside the room. Yeah, to the street. Okay. Shall I show you? Or we can go together. Bicho! Vamos ficar ricos. Und was aus geht's? Yes. Da möchten wir wieder die Amanda Rotter auf die Bühne bitten und sie hat einen ganz tollen Begleiter mitgenommen, beim Singen nämlich, den Stefan Angara. Nach 20 Jahren bin ich nun, also nach mehr als 20 Jahren bin ich also nun auch mal auf der Bühne des Mozartsaals gestanden. Wir haben das, ich sag dazu, jetzt zum ersten Mal gespielt. Die Amanda ist von dem Schrammelquintett angesprochen worden, ob wir nicht da mit denen was gemeinsam machen können. Und ja, wir haben gesagt, natürlich gerne. Und für mich war das natürlich eine besondere Sache, zu sagen, hey, ich singe jetzt mal da im Konzerthaus. Ich habe im populären Bereich vor großen Leuten Auditorium schon gespielt, aber jetzt in der Wiener Musik war das noch nicht der Fall. Aber so ungefähr von der Anlage passt es? Ja, von der Anlage passt es auf alle Fälle. Also, und die Harmonika spielt schon mit, oder? Oh ja. Ja. Die nicht gespielt, oder? Zurückhalten. Es ist gewaltig, wenn man dann auf der Bühne des Mozartsaals steht. Wenn man immer nur Backstage und halt im Saal natürlich viel ist und dann auf einmal auf der Bühne selber steht und agiert, ist schon, also der Saal kommt einem auf einmal viel größer vor und die Bühne und alles war schon eine besondere Erfahrung und schon ziemlich aufregend. Ich überlege nur beim Gesangteil, ja, dass vielleicht die zwei Streicher und das Akkordeon vielleicht später erst einsteigen, nämlich bei der Hälfte. Ja. Was zuerst mit die Gitarre? Und jetzt? Okay, das ist eine gute Idee. Und zuerst nur die Gitarre. Nur die Gitarre, ja, genau. Das ist der Steiger. Amanda Rotter. Mit, Sie singen einen Auftakt, vom Text her. Mit Auftakt. Ja. Ja. Am Anfang haben Sie keinen, aber hier schon. Mhm. Hallelujah.
Was ist eigentlich Musik für dich? Ein Beruf, ein Hobby, eine Leidenschaft? Beides, alles. Also Beruf würde ich nicht sagen, davon leben könnte ich nicht. Ja. Musik ist mal eine Ausdrucksform, definitiv für mich eine ganz eine wichtige. Es ist auf jeden Fall mehr als ein Hobby. Es ist, ja, ich brauche es schon zum Leben, es ist Leidenschaft. Es muss eine Leidenschaft sein, finde ich. Um wirklich wahrhaft zu sein auf der Bühne und Musik wirklich wem geben zu können, wen bewegen zu können. Es ist etwas, das ich irgendwie brauche auf jeden Fall für den inneren Ausgleich und es macht viel Freude und ja, also ich möchte es auf jeden Fall nicht missen in meinem Leben. Nicht verzichtbar für mich, also ich brauche das. Keine Ahnung warum, aber es ist so, wie jeder Musiker braucht das. Also ich weiß nicht, woher das kommt und warum, es ist so. Ich kann mir nicht vorstellen, das etwas anderes zu machen. Ich kann auch nicht. Ich kann zum Glück seit 30 Jahren von der Musik leben. Ja. Ja. Ich habe nie was anderes gemacht. Ich habe mir immer gedacht, gut, wenn es das nicht wird, dann lernst du irgendwas anderes und es wird auch was Schönes. Es gibt so viele interessante Sachen, die man machen könnte, auch um Geld zu verdienen. Aber seit ein paar Jahren denke ich mir, ich mag eigentlich nichts anderes mehr machen. Bei der Amanda ist natürlich definitiv so, dass der Job sie schon in der künstlerischen Weiterentwicklung auch hemmt, natürlich. Aber das ist bei allen, die einen Job neben dem Musikdasein haben, wirst du immer gebremst. Ich habe natürlich immer wieder überlegt, den Beruf aufzugeben, den Brotberuf, aber es ist nicht einfach, wirklich von Musik, nur von Musik zu leben. Ich meine, ich kenne natürlich auch viele Kollegen in der Szene und also ich bin ganz froh, dass ich da noch einen Brotberuf habe und dann kann man natürlich auch mehr sich überlegen, okay, was will man spielen oder man muss nicht alles machen, was man nicht unbedingt will. Und yes, we are finishing today here and then go back to Brazil. Yeah. That's very, very nice. Very nice. Thanks great. For the well, opportunity. Thanks. Thanks for the opportunity. Thanks for trusting us. To see thanks you a lot. Soon. Where is this? Wo? Das da oben ist meine Tochter Anna, so im Alter von circa 2 Jahren. Mittlerweile ist sie schon 10 und beendet gerade die Volksschule und beginnt mit dem Gymnasium im September. Und liebt Musik über alles. Que
gehe allein durch die Straßen, hab deine Stimme noch in mein Ohr. Ich hör die Reden, ich sehe die Lachen, aber auf einmal ist so still. Endstation Schabu, noch ein Chick und ein Bier dazu. Endstation Schabu, an die Denken ist tabu. Schabu, Schabu, Schabu. Schabu, Schabu, Schabu. Ich hab mich so schnell an dich gewöhnt. Ich hab mich so viel mit dir traut. Als hätten wir uns schon seit immer kennt. Das passiert nur alle 100 Jahre. Endstation Schabu, noch ein Chick und ein Bier dazu. Endstation Schabu, an die Denken ist tabu. Schabu, Schabu, Schabu. Schabu, Schabu, Schabu. Ich bin jetzt wieder unten am Wasser. Auf, jetzt geh am Kanal entlang. Was du's noch, ich bin wem auf der Brücke. Die Tische glänzt haben in der Nacht. Endstation Schabu, noch ein Chick und ein Bier dazu. Endstation Schabu, an die Denken ist tabu. Schabu, Schabu, Schabu. Schabu, Schabu, Schabu. Unter der Löwenbrücken bin ich gestanden und die Erinnerung drückt aufs Herz. Ein paar Leute bleiben stehen und schauen. Was wissen die schon von uns zwei? Schabu, Schabu, Schabu. Schabu, Schabu, Schabu. Shabu.